So, ich schließe die Aussprache. Den Fußballfans zeigen, sag, schauen wir mal, was Schalke in Leipzig macht und was München in Paderborn reißt. Also Ihre voreilige Festlegung auf die Meisterschaft, da gibt es, glaube ich, einige hier im Saal, die das anders sehen, inklusive der Augsburg-Fan Roth. Aber es wäre super nett, es ist wirklich zu laut auf der Regierungsbank. Es tut mir leid. Genau, schauen Sie, wie ruhig es da unten heute ist. Ja, Herr Amthor, Vorsicht. Vorsicht, Herr Amthor. So. Ich grüße Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Haben Sie auch so einen Hall? Das ist ein Wahnsinn-Sound, oder? Ist das, ist das so gottesdienstmäßig? Also, bitte jetzt. In Würde geht's weiter. Oh, ist ja irre. Können Sie mal den Sound ein bisschen regeln? Das ist... Wow. Also, letzter Redner in dieser hallenden Debatte, Volkmar Vogel für die CDU-CSU-Fraktion. Die Redefreiheit in unserem Haus ist eine großartige Freiheit und Errungenschaft und von allergrößter Bedeutung in einer Demokratie. Aber diese Rede, die hat in hohem Maße die Grenze des politischen Anstands überschritten. Das jetzt vorgelegt worden ist, über den es sich vortrefflich der politische Streit anbietet, wie man es am besten gestalten kann, als Blutgeldgesetz zu beschreiben, ist in hohem Maße zu rügen. Liebe Kollegin von den Grünen, ich weiß nicht, ob Sie mal... Moment, hier vorne wird gerade debattiert. Einfach... So, gut, Herr Blut. Man merkt immer wieder, AfD, die Grünen, die bilden hier die Extreme der Debatte ab. Wir gehen den Mittelweg als CDU und versuchen, die breiten Schichten der Bevölkerung mitzunehmen. Denn es ist wirklich... Ja, Sie sind stark genug, da dagegen zu reden. Also, ja. Herr Hilse, Sie wissen, was jetzt kommt. Ich bitte Sie herzlich, auf optische Aussagen zu verzichten. Es gibt eine Übereinkunft, dass wir Argumente austauschen, aber uns kommt gerade ganz stark von Ihrer Fraktion, dass wir auf große Buttons und Sticker verzichten. Ich bitte Sie, diesen Button abzunehmen. Vielen wenn Dank. Sie mich als Präsidentin darum bitten, bitte Sie, wenn ich schon mal so nett zu Ihnen bin. Gut, okay. Bitte ins Protokoll. Nein, vielen Dank, Herr Hilse. Ich danke Ihnen sehr. Halt. Stopp. Wie immer darf ich Sie aus Süddeutschland kommen bitten, Ihre friesischen Weisheiten uns zu übersetzen. Ja, Frau Präsidentin, ich dachte, wir hätten keine Zeit mehr, mache ich ganz gerne. Ja, wenn also, Sie das sagen, dann... Ein kleiner Fisch auf dem Tisch ist immer noch besser als ein großer Fisch im Kanal. Vielen herzlichen Dank. Grüß Gott, Frau Präsident. Präsident. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren. So, jetzt... Stopp. Ich möchte nur darauf hinweisen, weil es offensichtlich Missverständnisse gibt. Bei mir handelt es sich um eine Präsidentin. Das wollte ich einfach noch mal klarstellen, weil bei manchen Kollegen der AfD-Fraktion sich das immer noch nicht vermittelt hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. An mir wahrscheinlich nicht. Ich bedanke mich auch herzlich bei allen Beteiligten an den Haushaltsberatungen. Vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesregierung, des Bundestages, der Fraktionen und der Abgeordneten, aber natürlich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen und selbstverständlich insbesondere bei meiner Koalitions-Co-Berichterstatterin Kerstin Radomski. Herzlichen Dank. Ach ja. Sven Schulz. Tut auch mal gut, oder? Tut auch mal gut hier im Haus. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Habe ich das Innen vergessen? Ja. Das tut mir leid. Woran es liegt? Nicht von der Zeit abziehen, bitte. Kriegen wir aber schon hin.
Schluss. Letzter Satz. Die Frauenprojekte sind zwar in Summe vielleicht nicht ganz so gigantisch wie das Reeperbahn-Festival, aber ich finde, sie können sich sehen lassen. Herzlichen Dank. Wer macht eigentlich die Strichliste? Wer ist am öftesten? Ich bin schon auf den Reiseantrag des Haushaltsausschusses auf den nächsten gespannt. Müssen wir aufpassen, ob wir den genehmigen. So. Insofern wäre es schade, wenn Sie da ein bisschen nachgebessert hätten. Vielen Dank fürs Zuhören und den Kassenbon. Vielen Dank, Herr Brandenburg. Also wenn das war aber ein Großeinkauf, wenn Ihre ganze Rede auf diesen Bon drauf ging, da haben Sie ordentlich zugeschlagen. So. Dankeschön. Wer enthält sich? Und was macht die FDP? Sie überlegen noch. Ich verstehe nicht auf dem Bon. Entschuldigung, jetzt muss ich lachen. Das war eine gute Bemerkung. Okay, auf dem Bon ist nachgeguckt worden. Ablehnung. Gut. In dem Fall verhält sich Olaf Scholz allerdings mehr wie früher Bubi Scholz. Bubi Scholz, der Europameister, das jetzt war, aber nicht mehr aus. War für seine gezielten Attacken bekannt. Heute, ja, ich kann auch gezielt attackieren. Ich habe eine harte Linke, sag's Ihnen. Linke Aufwärtshaken. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Ich danke Ihnen herzlich für die Geduld. Ich danke Ihnen herzlich für die Ihnen Geduld. Ich wünsche Ihnen auch schöne Weihnachten. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten. Alles Gute. Was schreien Sie denn so komisch? Es gibt zwei Themen, wo Sie wie wild reinschreien. Ja, ich würde... Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. Jetzt sind Sie mal ganz still da in der ersten Reihe. Und wir werden das im Protokoll uns ansehen. Aber Sie halten sich jetzt auch zurück. Und jetzt ist Frau Grodenkranich da. Also versuchen wir es nochmal. Herr Otte, ich darf Sie darauf hinweisen, Sie haben mich begrüßt als Ministerin. Mag sein, dass da der Wunschvater des Gedanken ist, aber bin mir nicht sicher, aber man weiß ja nie. So, jetzt ist es spannend. Nee, jetzt geht es weiter in der Debatte. So, nächste Rednerin. Können wir mal wieder ein bisschen runterkohlen? Ey, Jan Korte. Das ist schlecht für einen Hochdruck, Bluthochdruck. So, zum Schluss bitte. Ja. Ja, danke. 22 Sekunden. Ich wollte eigentlich früher aufhören. Aber 22 Sekunden drüber. Ach, Entschuldigung. Dann sage ich... Ja, da ist ein Minus davor. Ach, also Herr Gysi hat doch auch immer einen Zuschlag gekriegt. Ich habe, aber nicht von mir. Ein Satz. Ja, Foto. Wenn er legitimiert ist, dann kann er fotografieren. Ist so. Ja, würden Sie bitte Fotografien auf iPads unterlassen. Übrigens ist die Frage, ob iPads hier im Bundestag von den Kollegen benutzt werden, durchaus strittig. iPads, ich rede von den iPads, ich rede nicht von iPhones. Doch, ist strittig. Ist doch. Doch. Und wenn nicht, dann ab jetzt. So. Entschuldigung. Vielen herzlichen Dank, Johann Sartow. War der letzte Satz jetzt die Übersetzung? Weil das müssen Sie mir, ich komme aus Schwaben, aus dem Süden, was haben Sie denn uns sagen können? Ja, wie im Halswag to down heißt so viel wie, das kann man nicht wörtlich übersetzen. Ja, dann ungefähr. Wir haben noch eine ganze Menge vor uns zu tun. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich immer auf den Sprachunterricht. Fürs Protokoll, Sie haben wahrscheinlich den Herrn Gastel und nicht den Herrn Gerstel gemeint, aber Gerstensaft wäre auch nicht schlecht. Ich möchte aber noch anfügen, heute ist auch ein guter und wichtiger Tag
für mich persönlich, wenn ich das zum Abschluss meiner Rede noch sagen darf. Heute dürfen meine Frau und ich nämlich unsere Silberhochzeit feiern. Und deshalb darf ich noch sagen. Ich habe mir nur gedacht, irgendwas ist da. Der strahlt heute so silbern und glitzert und glücklich. Möchte ich gratuliere dir, liebe Claudia, für 25 gemeinsame Jahre, für 3 tolle Kinder und vor allem für deine Unterstützung danken. Und das war bei aller Bedeutung der Bahn und dieser Strecke die wichtigste Entscheidung in meinem Leben. Vielen Dank. Ja, lieber Michael Dont, ein guter Tag für die Bahn, ein guter Tag für Sie. Alles Gute, feiern Sie schön Ihre silberne Hochzeit. Sie strahlen ja wirklich von innen, man kann es richtig spüren. Ja, dann auf die nächsten 25. Heute ist irgendwie der Tag zum Gratulieren. Es ist irgendwie gute Stimmung hier im Haus. Hoffentlich geht es so weiter. Meinem Kollegen Dont und seiner Frau gratuliere ich natürlich zur silbernen Hochzeit. Hätte ich nie gedacht, dass Sie so jung schon so lange verheiratet sind. Aber feiern Sie hoffentlich noch schön und herzlichen Dank. Vielen Dank, Matthias Stein. Ja, dass er immer noch so glücklich aussieht. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen, Herr Kollege, einen schönen Hochzeitstagabend. Also wenn das so weitergeht, wenn so viel gratuliert wird, dann müssen Sie nur einen ausgeben. Da ich jetzt mehrfach darauf hingewiesen worden bin, dass es Zwischenbemerkungen oder Rufe gab, die ich aber jetzt akustisch nicht so nachvollziehen konnte, werden wir das im Protokoll klären, was Sie alles reingerufen haben und dann gegebenenfalls anschließend uns dazu oder werde ich mich dazu verhalten oder mein Nachfolger. So, jetzt hat das Wort zu einer Kurzintervention die Kollegin Wissmann. Da brauchen Sie nicht lachen, das ist so. Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe gehört, dass es mehrere Zurufe gab. Die kann ich aber nur rügen, wenn ich genau weiß, was er gesagt hat. Und deswegen klären wir das jetzt im Protokoll. Und jetzt hat die Kollegin Wissmann das Wort für eine Kurzintervention. Und die letzte Rede in dieser Debatte. Wie so oft die letzte Rede? Ja, stimmt, Herr Lehri, der redet oft als... Ich darf jetzt ja nicht sagen, als Höhepunkt dieser Debatte. Aber letzter Redner in dieser Debatte, Paul Lehrreder. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Sie hätten es fast geschafft, mich als Höhepunkt der Debatte anzukündigen. Die Chance haben Sie verpasst. Ja, Peter Altmaier, dann möchte ich im Namen des ganzen Hauses Ihnen herzlich gratulieren zu Ihrem Geburtstag. Herr Gremmels hat ja gesagt, das schönste Geschenk ist das Gesetz, sonst hätte ich jetzt was gesungen. Aber da ist ja das schönste Gesetz schon des Gesetzes, bekommen Sie dann zu Ihrem runden Geburtstag ein Ständchen. Also, alles Gute, Herr Altmaier, nächster Redner im Namen des ganzen Hauses. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Hagen Reinhold. Sehr geehrte Präsidentin, ich begrüße Ihre Entscheidung und fahre zum GEG fort. Ey, nicht gut singen, ne? Also so ist es nicht. Das weiß ich. Ob das denn Altmaier gefreut hat? Ja, das ist die andere Frage. So. Gut, wir fangen noch. Das ist nächster Redner für die FDP, Hagen Reinhold. Herr Mayer, Menschen als Schädlinge zu bezeichnen, ist in hohem Maße unparlamentarisch und in diesem Hause und draußen auf der Straße auch nicht angemessen. Ja. Dankeschön, Dr. Kirsten Kappert-Gonter. Da vorher ein Zwischenruf kam oder eine Kommentierung kam von der AfD, die wir aber nicht richtig gehört haben, werden wir das im Protokoll überprüfen lassen. Ich werde das tun, was ich tun kann. Wir werden das im Protokoll überprüfen, ob Ihnen das passt oder nicht. Ja, wenn es kein Ordnungsruf würdig ist, Ihre Bemerkung, dann werden Sie den nicht bekommen. Und wenn Ihre Bemerkung eines Ordnungsrufs nötig ist, dann werden Sie diesen Ordnungsruf bekommen. Werter Kollege. So,
So. Nächster Redner, ihr müsst seine Frisur loben, die ist nämlich echt cool. So. Ja, ich sehe Sie ja immer von hinten, liebe Kollegen und Kolleginnen. Und wenn es mal was zu loben gibt, dann mache ich das. Also. Herr Kollege Thomae, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.